Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung. Wir als SPÖ haben das jetzt, glaube ich, schon recht klar gesagt, dass wir dem Misstrauensantrag nicht zustimmen werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit der Arbeit der Bundesregierung auch zufrieden sind. Ja? Seit Mai fordern wir als SPÖ eine bundesweite ressortübergreifende Teststrategie. Auch heute, 9 Monate nach Ausbrechen der Corona-Pandemie, gibt es diese noch immer nicht. Seit Monaten überlegen sich Ministerien einen Alleingang in den Testszenarien. Erinnern wir uns zurück an den Juni, wo dann die Ministerin Köstinger gesagt hat, für den Tourismus gibt es Testungen. Der Sozialminister hat behauptet, als Gesundheitsminister muss man in dem Fall sagen, 15.000 Tests pro Tag, die wurden nie gemacht. Ja? Dann im September ist das Bildungs- und Wissenschaftsministerium aufgewacht, weil die Schulen wieder begonnen haben. Hat es da eine Teststrategie gegeben? Nein. Es gibt absolut keine Klarheit. Es wird irgendwie getestet oder besser gesagt gar nicht. Ja? Und diese Unsicherheit spiegelt sich dann in diesen Massentests, die als einmalige Massentests angekündigt wurde, wieder. Weil dann fragen sich die Leute, warum soll ich dorthin gehen? Jetzt wollen sehr viele testen gehen, weil sie sagen, sie wollen Weihnachten mit ihrer Familie verbringen und mit älteren Menschen gemeinsam. Jetzt bekommen sie keinen Termin, wenn sie sich testen wollen. Also das ist alles komisch und jetzt wird wieder angekündigt, im Jänner soll es dann wieder Massentestungen geben. Aber dann, wenn sich die Bevölkerung freiwillig bereit erklärt, testen zu gehen, gibt es nichts oder sagen wir so zu wenig Kapazitäten. Und jetzt möchte ich wirklich noch einmal, und es ist heute schon sehr oft gekommen, und da sieht man, dass das nicht nur uns allen hier im Hohen Haus, sondern auch der Bevölkerung wirklich unter den Nägeln brennt. Und da geht es um die Schulen. Da muss jetzt endlich einmal Klarheit und Planbarkeit her, bitte. Für die Lehrerinnen, für die Schülerinnen und für die Eltern. Es kann nicht sein, dass im Wochentakt schon fast Benachrichtigung kommen, es gibt Präsenzunterricht, jetzt gibt es dann wieder Homeschooling oder Distance Learning, die Skilifte werden aber offen gelassen, also ich verstehe das alles nicht mehr. Ja? Es gibt diese Expertinnen, die immer gesagt haben, die Schulen sollen offen bleiben. Sie, Herr Bundeskanzler, haben gesagt, Sie wollen die Schulen geschlossen haben, das heißt, die Schulen wurden geschlossen. Ich verstehe nicht, warum man dann überhaupt noch Expertenkommissionen hat, wenn man auf die dann eh nicht hört. Dann komme ich noch auf den zweiten Punkt, der ganz wesentlich ist. Die meisten Infektionen seit März gibt es in Alten- und Pflegeheimen und dort leider auch Gottes die meisten Todesfälle. Bis heute gibt es keine flächendeckende Strategie mit Tests fürs Personal. Jetzt wird dann groß die Impfung herbeigesehnt. Wieso testet man denn nicht einmal, damit auch diese Menschen wieder Besuche bekommen? Und da möchte ich auch weiterkommen auf die Situation von Menschen mit Behinderungen, wo es im März in diesem Lockdown eine Katastrophe war, wo man die in den Einrichtungen mehr oder weniger eingesperrt hat. Sie sind isoliert worden und sie werden immer mehr aus unserer Gesellschaft gedrängt und werden immer unsichtbarer. Alle Maßnahmen, die die Bundesregierung gesetzt hat, hat sie vorerst einmal auf Menschen mit Behinderungen völlig vergessen. Erst durch Interventionen vom Behindertenrat, von den Behindertenorganisationen oder von uns Oppositionsparteien wurde dann immer repariert. Und da möchte ich jetzt noch einmal darauf hinweisen, dass ich vor 2 Wochen auch gesagt habe, warum werden diese FFP2-Gratis-Masken nicht auch an Menschen mit Behinderungen geschickt, beziehungsweise an Menschen, die den Risikogruppen angehören. Das ist nicht nachvollziehbar. Das heißt, wenn man das so Revue passieren lässt, es war alles extrem chaotisch und unkoordiniert von der Bundesregierung. Und ausbauen darf das jetzt immer die Bevölkerung durch massive Eingriffe in Grund- und Freiheitsrechte. Wir kommen von einem Lockdown in den anderen, von einer Ausgangssperre zur anderen. Und da möchte ich jetzt auch noch betonen, Lockdown ist die, war nicht gleich Lockdown. Während der Kulturbereich seit Monaten stillsteht,
fällt die Bundesregierung vor dem Handel auf die Knie und öffnet die Geschäfte vor Weihnachten. Im letzten Lockdown wurde Buchabholungsboxen verboten, die Waffengeschäfte durften aber offen gehalten haben. Was ist da für eine Strategie dahinter? Und auch religiöse Treffen bleiben weiterhin erlaubt. Werte Mitglieder der Bundesregierung, beenden Sie bitte sofort dieses Chaos und ermöglichen Sie den Menschen in Österreich wieder ein planbares Leben mit Stabilität. Dankeschön. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Raimond.